Moin, herzlich willkommen bei VP Uniflott. Mein Name ist Frank Schmalowski. Heute Morgen habe ich etwas bei uns vor der Tür gefunden, auf das ich schon lange gewartet habe, und zwar den Fronius Watt-Piloten. Er ist heute Morgen angeliefert worden. Das ist die Wallbox, die ich hier auch fest für unsere ZUI installieren werde. Bleibt dran, weiter geht's nach dem Intro. Vor einiger Zeit hatten Stefan Katzenmeier von der Firma Fronius und ich hier den Watt-Piloten ja schon mal ausführlich vorgestellt. Was wir damals nicht gezeigt hatten, war das Unboxing und das Innenleben des Watt-Piloten. Und da hatte ich dann viele Nachfragen in den Kommentaren. Das holen wir jetzt hier nach. Gleich schraube ich den Watt-Piloten dann einmal auf und wir schauen uns an, was denn wirklich drin ist. Der Watt-Pilot konnte einige Zeit nicht ausgeliefert werden, weil es Probleme mit dem Gehäuse gab. Ich habe jetzt hier einen der ersten überarbeiteten mit dem neuen Gehäuse. Das Gerät hat eine Anschlussleitung und arbeitet über WLAN. Man braucht es normalerweise vor der Montage nicht zu öffnen. Im Gehäusedeckel finden wir dann die RFID-Platine und die Platine für den LED-Ring. Im Gehäuseunterteil finden wir dann ein paar Besonderheiten, und zwar die auf die Platine durchkontaktierte Anschlussbuchse, dann die vier Relais, die auch die Phasenumschaltung ermöglichen, und die fehlenden Klemmen durch die Anschlussleitung. Alles zusammen spart natürlich reichlich Platz und sorgt dafür, dass der Watt-Pilot so klein bauen kann. Der DC-Fehlerstromsensor ist natürlich auch vorhanden. Alles im Allen macht das Innenleben einen ordentlichen Eindruck, so wie wir es von einer Großserienfertigung gewohnt sind. Dann schraube ich das Gerät mal wieder zu und bereite die Installation vor, denn der soll ja im Zusammenhang mit meinen Fronius-Wechselrichtern unsere ZUI künftig laden. Die Installation des Watt-Piloten gestaltet sich einfach. Die mitgelieferte Bodenplatte ermöglicht problemlos die Montage an der Wand und die Anschlussleitung muss nur zum nächsten Verteiler oder Abzweigdose weitergeführt werden. Bei uns ist das Gerät im Carport montiert. Der Watt-Pilot zeigt jetzt an, dass er fertig geladen hat und ich habe einen Unterverteiler da hingesetzt, weil ich ja noch weitere Ladeexperimente mit anderen Geräten machen möchte. Rechts neben den Watt-Piloten ist ein Ladegerät für meinen E-Roller. So, und jetzt ist der LED-Ring, zeigt an, dass die Anlage lädt. Das kann man sich auch in anderen Farben programmieren. Dann schauen wir uns noch einmal an, wie das mit dem PV-Überschussladen klappt. Ich habe hier einige Screenshots eingefügt von der Handy-App. Da kann man sehr schön sehen, wie sich die Ladeleistung anhand des Hausverbrauchs und der Sonneneinstrahlung verändert. Kommen wir zum Fazit. Die Installation ist einfach, es ist keine Kommunikationsleitung nötig, das Gerät arbeitet mit WLAN, dafür muss man dann natürlich aber auch WLAN im Carport und in der Garage haben. Die Einbindung selbst ins Heimnetz ist sehr einfach, das Gerät sucht sich den Wechselrichter einfach selbst aus und die App für die Bedienung ist auch sehr einfach und übersichtlich. Zudem hat das Gerät einen sehr günstigen Preis. Das Einzige, was ich zu meckern hätte, ist, dass der Watt-Pilot noch nicht im Solarweb angezeigt wird. Da könnte man dann genau sehen, wie viel man übers Jahr geladen hätte und so. Aber da hat Fronius auch schon angekündigt, dass es da eine Überarbeitung geben wird. Das war es dann auch schon wieder. Ich würde mich über ein Abo und ein Like freuen. Und wenn ihr mal wieder reinschaut bei VP Uniflott zum nächsten Video.